Der König der Spulen auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Willi Studer, 82 Jahre alt, ein Pionier der Schweizer Industrie. 1951 öffnete er dem Radio eine neue Welt. Den Prototyp haben wir eingesetzt im Jahr 1951, an den Luzerner Festspiel. Wir haben dort nur eine Maschine gehabt. Und die Maschine hat eine Laufdauer gehabt von 30 Minuten. Es sind aber gewisse Sätze in 40 gegangen und wir haben dann einfach müssen Spulen zusätzlich wickeln, bis wir die 40 Minuten gehabt haben. Sorgfältig auf die Maschine tun, starten und hoffen, dass sie nicht runtergehen. Die nächsten 2-3 Tage ist das gesendet worden. Das hat es aber leider niemand gemerkt. Weil, das habe ich vergessen, die Empfänger daheim auch nicht besser gewesen. Tatort Zürich. Willi Studer kehrt zurück zum Schauplatz, wo 1948 alles anfing. Im Untergeschoss dieses Postgebäudes hatte der damals 36-Jährige ein paar Räume gemietet. Ein Start am Nullpunkt, praktisch ohne Eigenkapital, mit zunächst 3 Angestellten. Wir suchen die Spuren. Das sind die Räume, die Sie in der Firma angefangen haben? Ja. Im 48. Genau, ja. Was ist denn da genau gewesen? Hallen rein? Sogenannte Buchhaltung, Bruchstück. Dann Materialeinkauf, Materialverkauf und die wertvolleren Lagerteile, die man hatte. Wo haben Sie die Maschine gehabt? Ein Stück tiefer. Da ist jetzt offenbar eine Velowerkstatt drin. Da haben Sie die Produktion angefangen? Ja. Wir haben hier in der Wand noch einen Drehbank gehabt, relativ gross. Und hinten war noch eine Fräsmaschine und eine Schleifmaschine, damit wir unsere Tonköpfe voller machen können, selber machen. Produziert ist hier die Studiomaschine, die erste, und Rebox. Das waren zuerst amerikanische Geräte, ähnlich, die Dynavox geheißen haben? Ein Freund von uns war, die hat die importiert, 100 Stück aus Amerika, sind absolut unverkäuflich gewesen. Die haben noch geblähert. Und die habe ich dann auseinandergenommen, Mechanik in Ordnung gebracht. Und so, dass man hier können verkaufen, in Stand gestellt. Wobei das eigentlich für mich der Anfang war, für Tonbandgeräte, denn die Technik hat mir dann ungeheuer gefallen. Die alten Geräte haben auch Dynavox geheißen. Wie sind Sie dann auf den Namen Revox gekommen? Dynavox-Geräte, das ist der Freund von mir, der die ehemaligen Geräte aus Amerika importiert hat, der hat den Namen erfunden. Und ich habe mich dann nach einem halben Jahr gelöst, selbstständig gemacht und habe dann lang für den Namen Zeit aufgewendet. Das Problem Revox ist dann einfach ganz automatisch entstanden. Wir tun Stimme repetieren, Revox. Und das ist einfach. Das ist Ihre Idee gewesen? Ja. Hat so quasi in einer Pionierhaltung da immer Aufnahmegeräte gehabt. Zuerst ein Wire Recorder, also ein Webster-Gerät, wo Musik auf einem Draht aufgezeichnet worden ist. Und dann ist er einer der ersten gewesen, der sich eine Dynavox zugelegt hat. Und das ist für mich natürlich der ideale Begleiter geworden, eigentlich für mein ganzes Leben, von denen weg, die nachfolgenden Revox-Geräte. Und das steht heute noch da in Ihrem Elternhaus, ja, mit dem Telefon drauf. Können wir es mal anschauen? Ja, gern. Ja. Was haben Sie aufgenommen mit dem Gerät? Ja, erstens einmal die eigene Musik zur Kontrolle und dann zweitens vor allen Dingen Sendungen.
von der Voice of America. Das war damals eigentlich die einzige Quelle gewesen, wo wir uns haben können orientieren über den Jazz, der in Amerika entstanden ist. Eine Woche später war er hier im Wohnraum gewesen, aufgenommen auf diesem Gerät. Und dann sind als natürlich bis zu einem Dutzend Kollegen, weil das ist das einzige Gerät gewesen, weit und breit, sind zu mir gekommen und haben dann hier gehört, was auf der Jazzwelt Neues im Gang ist. Hey! Zwei parallele Karrieren mit Tontechnik und Jazz. Während George Grunz als Vollprofi ins Musikgeschäft einstieg, brauchte Willi Studer in den 50er Jahren mehr Platz und mehr Personal. Im Hinterhof einer Zürcher Garage nahm die Erfolgsstory ihren Lauf. Crescendo. 10 Jahre nach der Gründung des Unternehmens fabrizierten bereits 100 Arbeiterinnen und Arbeiter Revox-Tonbandgeräte und Profimaschinen mit dem Markennamen Studer. Von dem Prototyp, der 1951 in Luzern die Feuertaufe bestanden hatte, bestellte das Schweizer Radio auf einen Schlag 100 Stück. Das war der kommerzielle Durchbruch für Willi Studer. Schon damals korrekt im Anzug, doch filmen ließ er sich lieber nicht. Zwei Veteranen besuchen den Firmenstandort der 50er Jahre. Und so sind die Montagetische, die langen, die großen da. Und da hat er schon. Die Werkstatt dahinter zu sehen, die Tür, da bist du reingekommen. Es sind Stanzmaschinen, Carbonmaschinen, Bügmaschinen, all das Zeug. Ich bin dort an der Bohrmaschine und vor mir zuerst der Hans Ibsen an der Stanze. Ich habe bei allen Maschinen überall alles gemacht. Drehbank, Bohrmaschine, Bügmaschinen früher, wo er eine zugetan hat, alles. Alles. Am Anfang haben haben wir immer, ich weiß einmal, haben wir die ganze Ostern durchgeschafft, der Studer und ich. Die waren einfach müssen raus und müssen fertig sein. Und ich habe es so gern gemacht, da hat mir keine Rolle gespielt. Da ist mir nachher schon wieder rumgekommen vom Herrn Studer. Auf gute Art und Weise. Er ist natürlich also ein grosszügiger Patron, tiptop. Ist dann etwas falsch gewesen bei Studer Revox? Ist wohl etwas nicht ganz gelaufen, wie ich will. Aber auch mit dem Lohn war ich wenig dort. Dann habe ich eine andere Stelle gesucht, typisch verlangt. Aber dann bin ich nicht gegangen. Dann hat es mir mehr Lohn gegeben, dann bin ich wieder geblieben. Das Arbeitsklima unter uns angestellt war ganz gut gewesen. Wir waren fast wie eine Familie. Haben Sie dann auch mal kämpfen um mehr Lohn? Ja, ich habe auch mal gefragt, aber... Nein, das war schon gut wegen dem Lohn. Sonst hätte ich dann schon keine Schwätze. Was haben Sie ganz am Anfang verdient bei der Stunde? Circa 1,80. Haben Sie sich mit dem Geld auch ein Revox-Gerät können leisten? Ja, ich hätte schon können leisten, aber ich habe eigentlich nicht wollen. Ich habe einen Krach in der Wohnung gehabt und ich habe eine kleine Wohnung gehabt. Und wegen dem Kind einen Krach gemacht hat. Aber das Revox-Gerät hat sicher etwa um die 1'000 Franken gekostet. Hat Sie manchmal müssen sie arbeiten, bis sie eins können zahlen. Allerdings, ja. Und es war eine schwere Kiste zum Nachträgen auf der Bahn. Und sie, als ich dann auf Herisau kam, dort auf die Weihnacht, da war ein Bombenschlag. Da hat man noch nicht gedacht, dass man sich auf dem Gerät aufnehmen, umschalten und dann selber hören. Und mit der Musik das Gleiche. Ich hatte einen riesen Erfolg. Auch die Herisau, aber sind die Leute von überall her, die so Elektroläden hatten, Grammophonläden und so, sie sind alle schauen. Nothing you can see that isn't shown. No way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. Wer kennt sie nicht? Die Beatles, die in den 60er Jahren Furore und die Abbey Road Studios in London berühmt machte. Doch nur wenige kennen die Technik, die dahinter stand. Profi-Aufnahmegeräte der Marke Studer. Der damalige Cheftechniker führt sie uns vor. This is the J37. Yes, Delph, this is the one of the J37s of which we had. Ja, das ist eine der 8 Studer J37-Maschinen, die wir damals hatten.
And as you will see from this, it still works. It still works. Look, the Studemaschine was undoubtedly the best machine of its type in the world. Die Studemaschine war ohne Zweifel die beste auf der ganzen Welt. Vorher arbeiteten wir mit Telefunken, doch die J37 hatte große technische Vorteile. We used four track in a sort of way where we laid down the rhythm tracks on tracks 1 and 2. Von den vier Tonspuren belegten wir zwei mit dem Rhythmus. So hatten wir zwei Spuren frei für alles andere. Gesang, Orgel, Klavier, alles. Diese Technik war für die Beatles und andere Popaufnahmen absolut unentbehrlich. Die Studemaschine war unser Arbeitspferd in den 60er Jahren. Damit hatten wir einen unglaublichen Erfolg mit 66 Number One Hits aller Art, nicht nur von den Beatles. Das ist die Produktion von Studiomaschinen. Toleranz haben wir gerade von 500. Und weil innen die ganzen Auflageflächen rein, verschiedene Höhen, die waren, sind, und die Löcher ausdrehen, hat man alles mit dieser Maschine können machen. Sind Sie stolz gewesen auf Ihren Betrieb? Sehr stolz bin ich gewesen, aber wir haben helle Räumlichkeiten gehabt. Das muss man erst hoch anrechnen, auch im Neubau nachher. Das ist Stock war, also es war keine Bude, es war eine Firma. Ihre Firma? Es war eine Mini-Firma, ich habe es halt immer als Mini-Firma angeschaut, bis zuletzt. Da tun ich Leute, ich habe immer schöne Lohn gehabt, gut, ich habe auch geschafft, aber bin ich auch gut zahlt gewesen. Wir haben es immer praktisch gesagt, Vater Studer. Haben Sie viel gesehen im Betrieb? Ja, ziemlich viel. Ziemlich viel, warum ich am Abend nämlich noch alle Blumen Wasser gegeben, nach dem Feierabend. Und dann habe ich sie getroffen, vom Büro und im Steigenhaus und in Abteilung. Also er ist schon immer ein bisschen überall. Also er war am Schluss noch da gewesen, aber er ist auch am Morgen der Erste gewesen. Er ist der Erste und ist immer der Letzte. Wann sind Sie am Morgen da gewesen? Um 6 Uhr. Und dann ist der Willi Studer schon im Büro gewesen? Ja, meistens ist er da gewesen, ja. Bis ein paar wenige Ausnahmen. Eine von den Ausnahmen ist sein 70. Geburtstag. Wie ist das gegangen? Ja, ja. Aber dann haben wir halt zusammen, der ganze Betrieb ist eine Stunde früher gekommen. Und als Geburtstagsgeschenk. Und wo er dann oben aber kam, ist noch genug Stuhl, dass der ganze Betrieb alles erleuchtet war. Und dann war es eine wahnsinnige Überraschung für ihn. Er sprach kaum Englisch, deshalb brauchten wir einen Dolmetscher. Aber er war sehr professionell. Ich erinnere mich, dass er sehr interessiert war an dem, was wir ihm zu sagen hatten. Und am Abend gingen wir zusammen in die Berge und hatten ein wunderbares Essen. Ich denke, Willi Studer ist ein fantastischer Mensch. Was a fantastic man. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Andante, 25 Jahre Studer Revox 1973. Auch an Bord der Kapitän der Firma, der Gründer, Alleininhaber, Generaldirektor oder gar Konzernleiter. Sie nennen ihn Vater Studer. Wer ist er? Mein Vater war unbekannt, meine Mutter ist weg und dann hat der Kanton Bern die verdammte Pflicht übernehmen, dass ich weiterleben konnte. Er hat das vorzüglich gemacht, für mich gesorgt. Auf diese Art konnte ich dann wenigstens die 9 Jahre Volksschule durchziehen. Dann noch habe ich eine Lehre angefangen in Bern, bin nach 2 Jahren weg. Da selbstständig angefangen, hauptsächlich Radioreparaturen, aber auch kleine Entwicklungen machen. Und das ist mein Beginn in der Branche und da ist glücklich weitergegangen, Gott sei Dank. Weil die Branche selber in der Anfangszeit keine Fachleute hatte und die ist gewachsen. Wir können mitwachsen. Sie haben die Lehre damals nicht abgeschlossen.
Sie haben nachher nie mehr eine Ausbildung gemacht, sei es auf dem Managementgebiet oder im technischen Gebiet? Nein. Das ist nie nötig gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt. Ich komme durch und scheinbar habe ich nicht Unrecht gehabt. Erst später, dann mit 66 Jahren, haben Sie den Ehrendoktor bekommen von der ETH Zürich. Ja. Das ist für Sie eine Genugtuung gewesen? Sehr grosse, ja. Weil es eine Anerkennung ist von einem Institut, das ich mein ganzes Leben verehrt habe. Und das ist nicht selbstverständlich, dass die dann plötzlich einen Mann ausgraben, wo ich ein Hochschulstudium, nicht einmal Mittelschule hatte. Und es ist also nicht von mir gekommen, sondern von der anderen Seite. Ich bin Nico Bertle. Wer kennt den Chef besser als seine Sekretärin? Martha Streuli war im Betrieb allgegenwärtig, stets an der Seite des Patrons, sogar im seltenen Urlaub im Engadin, wo auch die Firmenpost zu erledigen war. 1957 trat sie ihre Stelle an. Martha Streuli erinnert sich. Er war ein bisschen fester gewesen und hat nicht einen Massanzug gehabt. Er war für mich sehr ein sympathischer, bescheidener Mensch gewesen. Aber nicht elegant in dem Sinne. Eher schlicht. Und das hat mir sehr gefallen. Herr Studer, was wäre ein Chef ohne seine Chefsekretärin? No. Die Mitte ist manchmal auch so weit gegangen. Das ist ein bisschen böse geworden ist über mein Berner Tempo, wo ich an. Es ist immer wieder. Das stimmt, aber das hätte ich mir nicht getraut zu sagen. Ja. Haben Sie gleich viel geschafft oder sogar noch mehr als er? Ja, wenn ich ehrlich sein wollte, habe ich sicher mehr geschafft. Ich bin manchmal am Sonntagmorgen um 2 da raus, weil ich die Sorgen gemacht habe. Und am Morgen um 6 Uhr bin ich wieder da gewesen und bin ins Personalrestaurant Blumen machen. Und dann ist es weitergegangen. Ist die Pünktlichkeit für Sie wichtig gewesen? Sehr. Ich habe auch einen sehr pünktlichen Chef. Und habe es nicht vertreibt, wenn Angestellte nicht pünktlich auf die Anmeldung, wo sie angemeldet waren, gekommen sind. Und ich muss. Was ist denn passiert? Ja, dann... Das hätte nicht mehrmals passieren. Da hat es vielleicht einmal ein bisschen lautere Worte gegeben. Unsere Mitarbeiter sind ja sehr, sehr langjährig und es hat immer geklappt. Wenn es irgendwo nicht geklappt hat, hat einer zum Beispiel sich selbstständig gemacht. Das gibt es auch. Warum nicht? Ja, mal müssen. Haben Sie Zeit gehabt für Ihre Familie? Wir behaupten nein. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, die vorige Zeit habe ich da verbracht. Und das andere hat sie Gottes Namen im Betrieb gebraucht. Was bedeutet Ihnen Freizeit im Allgemeinen? Freizeit heisst für mich eigentlich nichts. Mit dem was soll ich mich beschäftigen in der Freizeit? Ich glaube, ich habe mal in Holland das Meer gesehen. Aber sonst bin ich also nie am Meer gewesen und ich bin nie ins Ausland auf Ferien suchen, grundsätzlich. Grund, Sie haben immer noch 3 Revox-Geräte unterschiedlichen Baujahrs in Ihrem Arbeitszimmer. Sind das ein bisschen nostalgische Museumstücke? Nein,
ganz und gar nicht, im Gegenteil. Das sind so quasi meine Begleiter im professionellen Alltag. Wenn ich so in der Einsamkeit von so einem Heimstudio arbeite, dann ist das wahnsinnig wichtig, dass ich Geräte habe, wo ich sehe, wie sie laufen, wie sie funktionieren, wo ich eigentlich ständig unter Kontrolle habe, was passiert. Und ist wie wenn jemand mit mir zusammenarbeiten in diesem Raum. Tonbandgerät, wo man auch ein Tonband kann anlängen kann, wo man es schneiden kann, wo man einfach kann mit Partnern arbeiten kann und nicht, wie das sonst jetzt heute im übrigen professionellen Alltag in der Studio passiert, nämlich wo man ja heute nur noch digital schafft. Und da sind das aber einfach so geschlossene Kästen, wo höchstens noch Zahlen drauf sind und drinnen sitzen Männchen, die irgendwie die Arbeit völlig inkognito machen. Und das ist eben nicht das, was man so, wenn man allein schafft mit Geld, eigentlich sich wünscht. Variabile. Auch wenn es nicht immer allen gefiel, der technische Fortschritt war nicht zu bremsen und Studer Revox war vor Rückschlägen nicht gefeit. Oft brauchte man länger als die Konkurrenz. Einmal konnte die Firma monatelang kein einziges Gerät ausliefern, doch dann eroberte die nächste Studer-Neuheit den Markt. Rückblick der Techniker. Das ist zum Beispiel das Zeitalter vom Araldit, der Anfang vom Araldit gesehen. Da hat es Probleme gegeben mit den Tonköpfen. Die sind aufgegangen. Wenn es warm wurde, wenn es kalt war, ist der Spalt wieder zugegangen. Und dann hat man versucht, mit Quarzsand beizumischen, dass das Material nicht so geschafft hat. Man hat sich sogar Gedanken gemacht, ob man Betonköpfe machen will. Und es ist einfach eine Phase gewesen, wo man überall gesucht hat. Und das Endresultat ist dann einfach der ganze Metallkopf gewesen. Sie sind praktisch der Mr. Transistor gewesen? Ja, vielleicht hat man mir so gesagt. Ja, ist möglich. Ja, ja, das war meine primäre Aufgabe gewesen, die Firma quasi aus dem Röhrenzeitalter rauszuführen. Das hat mich Tag und Nacht verfolgt, in der Tat. Rauschen beispielsweise war ein Riesenproblem gewesen. Dann, dass sich die Transistoren sprunghaft geändert haben mit der Zeit, mit der Umgebung. Und das hat seine Zeit gedauert. Und wenn ich daran erinnere, also die erste Maschine, die ich gemacht habe mit Halbleiter, das war ein Projekt, das praktisch 5 Jahre lang gedauert hat. Langsamer, aber besser als die anderen. So schien Studer Revox den Erfolg gepachtet zu haben. In Regensdorf entstanden weitere Gebäude, der Umsatz kletterte über die Schwelle von 200 Millionen Franken, das Prestige der Amateurgeräte Revox war unbestritten und die Marke Studer gab im Profisektor den Ton an. Doch heute ist das Selbstvertrauen erschüttert. In den 80er Jahren hat eine elektronische Revolution, ein Quantensprung in der Tontechnik mit dem Zauberwort Digitalisierung, den damals noch 150 Studer Revox Ingenieuren das Fürchten gelehrt. Nachdem wir die Digitalisierung der Steuerungen eigentlich überstanden haben, natürlich auch mit entsprechenden Rückschlägen zwischen ihnen, ist dann die Zeit gekommen, wo man den Ton digitalisiert hat. Und dort sind wir, haben wir uns alle Mühe gegeben, an der vordersten Front mitzukämpfen, haben aber dann müssen feststellen, dass beispielsweise Sony schon einige Jahre vor uns und mit in breiter Front auf diesem Gebiet geforscht hat. Und dort haben wir also schon einiges müssen aufholen. Mit einer neuen Digitalmaschine markiert Studer heute an internationalen Fachmessen wieder Präsenz. Doch inzwischen hat die japanische Konkurrenz, allen voran der Elektronikgigant Sony, einen schönen Teil des Marktes erobert. When it comes to laying down special effects. Zur guten alten Zeit der Analog-Tonbandtechnik war Sony in professionellen Tonstudios noch ein Nobody. Wie dann die Schweizer die Digitalrevolution verpassten, hat einer hautnah erlebt, der Studer Revox verließ und zu Sony absprang. Wenn ich vergleiche, was bei Sony gut gelaufen ist und bei Studer weniger, glaube ich, Sony hat eine Firmenpolitik daraus gemacht. Dass, obwohl sie sehr stark ist auf dem Gebiet von der Analogtechnik, Audio und vor allem Video, dass doch die digitale Technik forciert werden.
Und die besten Leute von der Firma, die Top-Ingenieure aus der Analogtechnik, haben dann als Belohnung sozusagen den Auftrag bekommen, Digitaltechnik zu beherrschen und schauen, dass die nächste und übernächste Generation von Produkten digital wird. Und die absolute Konsequenz, dass man die Crème de la Crème von den eigenen Ingenieuren nimmt, aus der Analogtechnik und sie richtig digital lanciert, das hat es, glaube ich, bei der Firma Studer nicht. Der Willi Studer hat den Schritt zum Digitalisieren selber noch nachvollzogen. Das ist schwer zu beurteilen. Er hat in dieser Zeit eigentlich nur noch sich an der Mechanik angenommen. Das hat er noch voll beeinflusst. Hingegen auf der elektronischen Seite hat er nicht mehr aktiv mitgewirkt. Ich kann nur feststellen, dass lange Zeit noch die Haltung geherrscht hat. Digital kommt schon noch ein bisschen, aber analog bleibt fast auf ewig. Und in der Realität ist es natürlich ganz anders gewesen. Wenn man nicht frühzeitig genug Mittel investiert hat, vor allem die Substanz, eben die allerbesten Leute, dann kann man natürlich nicht darüber gehen, zur Digitaltechnik arbeiten. Können wir den Ton noch etwas präsenter haben? Stimmt. Tonbearbeitung im Schweizer Fernsehen DRS. Wir feilen an den letzten Details des Dokumentarfilms Spulen der Zeit. Herr Studer, wir haben hier in der Bearbeitung 5 Tonspuren von dem Film, die wir jetzt in eine Spur zusammenmischen. Das ist eine Technik, die auch heute noch Ihren Namen trägt. Sind Sie stolz darauf? Ja, ganz sicher. Wir haben dort viel, viel Pionierarbeit müssen leisten. Wir hätten nicht einfach irgendetwas kopieren können. Es war gar noch nichts da, Vernünftiges. Und das hat schon viel Befriedigung gegeben. Im 1990 haben Sie das Unternehmen verkauft, im Alter von 78 Jahren. Ja. Was nachher alles passiert ist, möchten wir jetzt Ihnen gerne zeigen in einem Filmbericht, den wir gemacht haben. 1990, ein Schicksalsjahr für Studer Revox. Nach dem Abgang des Firmengründers überstürzen sich unter neuen Besitzern die Schreckensmeldungen. Rezession, technologischer Rückstand, Schrumpfkur, Fabrikschließungen, Entlassungen. Ein Furiosum. 1994 bricht das Unternehmen entzwei. Die Amateurmarke Revox trennt sich von den Studer Profigeräten und probt den Alleingang. Gleichzeitig kommt die Profimarke Studer unter die Fittiche des amerikanischen Harman-Konzerns. Regensdorf bleibt formal selbstständig, doch die oberste Macht sitzt heute in Washington D.C. Die neue Harman-Tochter Studer Audio scheint nun wieder auf festerem Boden zu stehen, im Rahmen eines Konzerns, der etwas von diesem Geschäft versteht. Doch denen, die noch da sind, in Regensdorf sind es noch 300, sitzt der Schrecken der vergangenen Jahre tief in den Knochen. Bei den Harman-Leuten hat es einige, die wissen, um was es geht. Es ist das erste Mal nach dem Willi Studer, dass wir das Gefühl haben, die schätzen, was wir können und was wir wissen. Vorher hat man das nicht geschätzt, das war immer nichts wert, das war immer nur Manövriermasse. Deprimierend sieht es im Zwillingshaus gegenüber aus. Eine einzige Etage wird noch von Revox-Leuten belebt, auf Abruf. Der Rest erstarrt zum Symbol des Personalabbaus. Insgesamt sind von fast 2000 Stellen nur rund 500 übrig geblieben. Weil überall Geschäftshäuser leer stehen, gibt es auch für diese Räume keine Interessenten. Wohl wahr, dass viele Weichen noch in der Ära Willi Studers falsch gestellt worden sind. Doch für die Opfer der turbulenten Sanierung der 90er Jahre sind diese leeren Hallen eine traurige Erinnerung. Dank dem, dass ich 32 Jahre da war, ist dann eine Frühbankssanierung gemacht worden. Das hat Ihnen wehgetan? Das hat mir wehgetan, jawohl.
Also mein größter Wunsch war immer, dass ich bis 65, auch wenn in dieser Firma arbeite, also dass der Studio noch der Besitzer ist. Man gewusst, wenn es mal verkauft wird, oder so etwas passiert. Enttäuschung auch bei Motor Columbus. Den damaligen Modetrends folgend, setzte diese Energieunternehmung auf Diversifikation und kaufte 1990 Studer Revox, ohne jede Erfahrung in Sachen Tontechnik notabene. Unter dem Diktat des Sanierers Ernst Tompke zieht man sich heute auf das einstige Kerngeschäft zurück. Fast 200 Millionen Franken sind bei Studer Revox auf der Strecke geblieben. 1992, als ich hergekommen bin, war eigentlich die Situation so verfahren, dass man nur noch radikale Änderungen vornehmen konnte. Eine Restrukturierung muss immer sehr rasch, zwar schmerzhaft, aber sehr rasch, intensivstens übersteuernd durchgeführt werden, wenn sie so Erfolg haben, und nicht reaktiv. Erst wenn man sieht, dass es nicht mehr geht. Zur Zeit, als Motor Columbus Studer Revox übernommen hat, ist die Firma schon in sehr, sehr grossen Schwierigkeiten gewesen. Oder man hat sich blenden durch den hohen Liegenschaftsbesitz, den die Firma Studer hatte, und hat das Gefühl gehabt, die stillen Reserven in diesen Immobilien, insbesondere in Regensdorf, aber auch in Deutschland, die sehr schlechten Resultate. Studer allein in Regensdorf hat ja bereits damals 30 Millionen Verlust gemacht, durch das Resultat aufwiegen. Die Technologien haben so grosse Fortschritte gemacht und sie immer mehr haben sich die auf die Halbleiterindustrie konzentriert, auf die Chipfabrikanten. Das hat zur Folge gehabt, dass die qualitativen Unterschiede zwischen hochpositionierten Produkten und billiger Massenware immer kleiner geworden sind. Und das hat nachher dazu geführt, dass der Herr Studer einerseits unter Preisdruck gekommen ist und unter Technologiedruck gekommen ist und einfach nicht mehr, auch aufgrund wahrscheinlich von seinem Alter, das nicht mehr alles mit genügender Raschheit, mit genügender Geschwindigkeit können nachvollziehen. Und in dieser Phase ist nachher eigentlich die Firma in die Schleudern gekommen, weil der Konkurrenzdruck zugenommen hat und der Herr Studer auf der anderen Seite als sehr starken Unternehmer natürlich unter sich kein Management hat wachsen lassen, der in der Lage war, selbstständig Entscheidungen vorzubereiten und selbstständig zu entscheiden. Als er nachher weggegangen ist, ist das Gebilde in sich selber zusammengestürzt und das ist an sich tragisch. Es ist zweifellos eine Unternehmerpersönlichkeit gewesen, die so viel geleistet hat, dass er in die schweizerische Industriegeschichte eingeht. Herr Studer, Vorwurf vom Herrn Tomke, es sei nicht alles in der Ordnung gewesen in den 80er Jahren. Sie haben verkauft 1990 für rund 30 Millionen. Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Ich habe kein schlechtes Gewissen, nein. Wir sollten ein bisschen nicht alles aus heutiger Sicht anschauen, sondern sehen, unter was für Verhältnis wir dort haben geschafft und können arbeiten. Und dann sieht halt vieles ein bisschen anders aus. Und von mir aus gesehen, ist in unserem Gebiet ist der Tomke absolute Laie. Ich weiß nicht, was er zu sagen hat. Nach dem 1990 ist ziemlich rapid bergab gegangen. Haben Sie das Gefühl, Sie hätten es besser gemacht? Ich glaube, dass zu viele tüchtige Leute, die Erfahrung haben mit mir, zum Teil entlassen, zum Teil selber gegangen sind. Und das ist natürlich schnell den Boden verloren in einer Firma, wenn so etwas passiert. Aber an der Spitze hat es Manager gehabt, die sich gewöhnt waren, dass sie den Vaterstuder oben an sich haben, die vielleicht zu wenig gelernt haben, entscheiden. Haben Sie schwache Manager gehabt an der Spitze der Firma? Das ist denkbar. Ich weiß nicht, ob das nicht mehr oder weniger einfach gegeben ist. Wenn man nämlich einen hat, dann geht man gefragt und dann sagt er ja oder nein. Und dann ist man draus aus der Verantwortung. Ist das immer noch schön. Oh,
bei Revox. Im Herbst 1994 zelebriert die Rumpf-Firma im süddeutschen Löffingen ihr Comeback. 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 20 davon am formellen Hauptsitz in der Schweiz, haben den Absturz überlebt. Mit Fest und Musik versuchen zwei Jungunternehmer, die vor wenigen Wochen die Führung übernommen haben, der Belegschaft neue Zuversicht zu verkünden. Liebe Gäste, werte Mitarbeiter, es ist uns eine grosse Ehre. Ich tue ein bisschen Schweizerdeutsch kombinieren mit Hochdeutsch und so und hoffe, dass es dann ein bisschen schwäbelisch wird. Es ist uns eine grosse Ehre, heute mit euch den Nachmittag zu verbringen. Wir sind ganz stolz, dass wir die Firma gegründet haben, Willi Studer bei uns haben. Ein ganz herzlicher Dank an alle Mitarbeiter, weil die haben zum Tag und Nacht geschafft. Die haben sich eingesetzt. Und wir haben bewusst, haben wir ja gesagt, wir wollen umbauen mit den Leuten, wir wollen eine Kommunikationsebene finden, die auch in Zukunft etwas vom Wichtigsten wird sein für die Firma Revox. Ich danke allen ganz herzlich und bin stolz auf, was wir fertig gebracht haben. Danke vielmals. Dann wird präsentiert, was von Revox übrig geblieben ist. Die Jungmanager setzen auf Modisches wie Marketing und Design. Gibt Willi Studer ihnen eine Chance? Ich glaube, es war schwieriger, den Namen zuerst mal einzuführen. Also wieder aufbauen jetzt. Denn vergessen ist der Name Revox. Gott sei Dank nicht. Jetzt sind zwei junge Leute gekommen, zwei junge Unternehmer. Jawohl. Wenn sie so alt wären wie die zwei, würden sie nochmal von vorne anfangen? Ich glaube ja. Was würden Sie diesen beiden heute als Rat auf den Weg geben? Sich selber vergessen und nur leben für das, was sie durchführen. So haben Sie es gemacht? Ja. Spuren der Zeit, Spulen der Zeit. Zwischen dem Jungunternehmer von heute und dem Patron der Nachkriegszeit stehen Welten. Ein Kapitel Schweizer Industriegeschichte ist zu Ende.